Profil Podcasts. Lärm wird als neue Passivrauchen gehandelt. Die Sehnsucht nach Stille und nach Auszeit ist definitiv da. Willkommen beim Profil Podcast. Mein Name ist Stefan Wabel. Ich habe heute die deutsche Zukunfts- und Trendforscherin Anja Kierig zu Gast. Ich habe Anja Kierig beim Einfach-Leben-Forum in Salzburg getroffen. Das ist ein gastrophilosophisches Forum, das sich mit der Frage des Tourismus und der Gastronomie der Zukunft beschäftigt. Und Anja Kierig beschäftigt sich mit der Frage, wie wir in Zukunft reisen werden, wie wir auf Urlaub fahren werden und wie wir unsere Freizeit in Zukunft verbringen werden. Ich habe mit Anja Kierig nach dem Forum telefoniert und mit ihr darüber gesprochen, warum manche Menschen im Urlaub Müll aufsammeln, was Social Media mit unserer Reisekultur macht und was aus dem guten alten Nichtstun geworden ist. Aber beginnen wir bei der Frage, wie sich das Reisen in den letzten Jahren verändert hat. Die Veränderung lässt sich, denke ich, vor allem daran festmachen, welche Bedürfnisse die Menschen eben an die Reise mitbringen. Und das war vor allem früher eben die kurze Erholung von der Lohnarbeit. Das heißt, man hatte die Breaks während des Arbeitsalltags, ist dann weggefahren, um sozusagen wieder fit für die Arbeit zu sein. Also das heißt, da ging es vor allem eben darum, möglichst nichts zu machen. Natürlich, also ich rede jetzt von einer Zeit in den 50er, 60er Jahren. Davor natürlich hat Reisen irgendwie schon viel, viel früher angefangen mit kulturhistorischen Reisen. Aber wenn man so die letzten, sage ich mal, 50, 60 Jahre betrachtet, ging es früher wirklich eher so um dieses, ich nenne es mal Konzeptreisen. Man ist eben irgendwie an den Strand gefahren oder irgendwie an den See, in die Berge gefahren, um sozusagen sich wieder für die Lohnarbeit, für die Erwerbsarbeit zu regenerieren. Mhm. Und dann hat sich das ein bisschen gerade eben auch so mit der Öffnung, sage ich mal, der touristischen Märkte hin zu einem mehr zu einem Erlebnisreisen entwickelt. Da ging es vor allem eben diese große Sehnsucht danach, etwas Neues zu entdecken, gerade eben auch diesen Bedürfnis, etwas zu sehen, was vielleicht vorher noch niemand gesehen hat. Etwas in etwas Unbekanntes einzutauchen, Geheimtipps zu bekommen. Und da ging es vor allem um ein einmaliges Erlebnis, das man dann eben auch möglichst mit anderen Leuten eben dann hinterher teilen konnte, von dem man erzählen konnte. Ich habe da was ganz Besonderes erlebt und habe ein einmaliges Erlebnis gehabt. Mhm. Und in jetzt und in den nächsten Jahren geht es vor allem mehr darum, sozusagen eine Resonanz erleben und eine Transformation während des Reisens zu durchlaufen oder durch das Reisen eine Transformation zu erleben. Das heißt, es geht wirklich mit die Reisenden in der Zukunft wünschen sich wirklich einen Effekt aus dieser Reise, der sozusagen nachhaltig anhält, den sie mitnehmen, der sie weiter begleitet. Also das ist quasi, die Reise hört nicht auf in dem Moment, in dem man vielleicht den Koffer zu Hause abgestellt hat, sondern ist wirklich, es muss etwas Nachhaltiges haben. Mhm. Und die nächste Stufe, und da reden wir vielleicht so von den nächsten 20 Jahren, ist wirklich, dass wir immer mehr in das Reisen zu etwas völlig Alltäglichen wird und dieses Unterwegssein eben eigentlich immer mehr ein Bestandteil der Biografie jeden Einzelnen ist und wir eben in einer zunehmenden Unterwegskultur leben. Und für Sie, welche gesellschaftlichen Veränderungen stecken da dahinter? Also die haben ja natürlich Auswirkungen darauf, wie man reist und was man erleben möchte, wenn man mal nicht arbeitet oder teilweise vielleicht unterwegs ist und gleichzeitig arbeitet. Wie hängt das zusammen, die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 10, 20 Jahre und wie sich das eben auf auch unser Konzept oder unsere Idee von Freizeit oder Erholung auswirkt? Es sind, was dahinter steht, sind diverse Megatrends, die eben unseren gesamten Alltag quasi verändern. Megatrends sind diese großen gesellschaftlichen Veränderungen, die wirklich eine Dauer von bis zu 30, 50 Jahren haben und eben wirklich alles verändern, Alltag, Kultur, Ethik, Politik, Werte, Konsum. Und diese Megatrends verändern halt unsere Gesellschaft und die gesellschaftlichen Bedürfnisse. Und Megatrends, die für den Tourismus oder überhaupt für die Reisebranche, für die ganze Hospitality-Branche aktuell und relevant sind
Zum einen natürlich irgendwie der Bereich der Individualisierung. Ich habe es schon kurz angesprochen. Wir leben in immer mehr Freiräumen, in immer mehr Freiheiten heutzutage. Das führt zu einer Ausdifferenzierung der Gesellschaft und gleichzeitig aber eben auch die Sehnsucht eben nach neuen Begegnungen, nach neuen Wirkulturen, wo man eben doch wieder ein Gegenüber und Gemeinsamkeit findet. Ein weiterer Megatrend, der eine große Auswirkung auf das Reisen, also gerade auch wie Reisen eben geplant werden hat, ist der Konnektivität, also die zunehmende Vernetzung zwischen Menschen, Vernetzung zwischen Mensch, Maschine, zwischen den Maschinen. Das bedeutet, dass diese Sphären zwischen analog und digital immer mehr verschwimmen. Ganz klar ist auch eben das Thema der Mobilität, der Megatrend der Mobilität ausschlaggebend. Ich sagte es gerade schon eben, diese Unterwegskultur. Das Leben findet immer mehr zwischen A und B statt, also zwischen zwei Orten, statt irgendwie an einem festen Platz. Und was Sie gerade auch schon angesprochen hatten, eben dass der Megatrend ist neu, der neuen Arbeitskultur. Also wenn Arbeit und Freizeit zunehmend sich vermischen und diese Sphären nicht länger getrennt voneinander betrachtet werden können, sondern wir eben von Work-Life-Blending statt Work-Life-Balancing reden. Und das ist natürlich auch nochmal, das verändert natürlich die Ansprüche der Reisenden an ihre Unterwegssein, aber muss natürlich eben auch die Angebote eben dementsprechend sich neu aufstellen und sich neu konstituieren. Und weil Sie gemeint haben, also dieses Work-Life-Blending, also nicht mehr Work-Life-Balance, dass das in der Waage bleibt, sondern das geht ineinander über, das ist manchmal gar nicht mehr zu unterscheiden. Auf der anderen Seite haben Sie auch gemeint, es gibt auch so ein Bedürfnis nach Rückzug. Ja, und es gibt auch so einen Begriff von Ihnen, glaube ich, Lärm ist das neue Passivrauchen, dass man einerseits natürlich diese Aktivität hat und unterwegs ist und dass sich gar nicht mehr unterscheidet, ob ich jetzt arbeite oder Urlaub mache oder vielleicht beides. Auf der anderen Seite dieser Wunsch dann doch nach Ruhe und vielleicht doch nach Abgeschiedenheit fast. Also wie sehen Sie das? Das widerspricht sich nicht. Das heißt, wir haben natürlich unterschiedliche Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebenssituationen an das Unterwegssein. Und gerade wenn man sagen, im Gegensatz zu früher, wo jemand 3 Wochen Urlaub gemacht hat und den Rest des Jahres zu Hause war, wir dieses Unterwegssein heutzutage ganz anders eben in den Alltag integrieren, sind natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse dann eben, ich sag mal, Resonanzbedürfnisse aktuell. Auch selbst dieses Work-Life-Blending muss sich nicht widersprechen mit diesem Wunsch nach Stille. Ich finde hier ganz schön eben zu beobachten, wie sich dieser Bereich der Workations, also das ist ja ein zusammengesetztes Wort aus Working und Vacation, also wo Menschen wirklich irgendwo hinfahren und bewusst eben gleichzeitig ein Projekt mitnehmen und gleichzeitig aber eben auch im Urlaub Qualitäten erleben wollen. Und selbst das findet, kann eben sozusagen in einer Abgeschiedenheit stattfinden. Viele Workation-Orte etablieren sich speziell an Orten, die eigentlich, sagen wir mal jetzt erstmal, außerhalb der großen urbanen Zentren sind und wirklich auch dieses, was Sie gerade angesprochen hatten, den Wunsch eben nach Stille und nach Ruhe erstmal auch erfüllen können. Das heißt, diese Sowohl-als-auch-Kultur kann durchaus eben da auch kombiniert werden und muss sich nicht gegenseitig ausschließen. Ich meine, ein bisschen Kritik auch an diesem, sag mal, Work-Life-Balance-Trend, den man manchmal hört, ist, also früher war das eher normal, man fährt wohin und weiß, man ist Tourist und hat auch kein Problem damit, sich als Tourist zu sehen, der sich halt dort die Gegend oder die Landschaft oder eine Stadt anschaut. Also wenn man jetzt so ein bisschen anschaut, Bali war immer so ein Beispiel. Einerseits geht man surfen, macht Yoga und am Abend arbeitet man irgendwo in seinem Laptop in irgendeinem Projekt. Gleichzeitig will man das so authentisch halt noch wahrnehmen, auch das Leben dort vor Ort. Das ist auch fast so ein bisschen so eine komische Kultur bekommt. Man will einerseits authentisch was wahrnehmen, aber dann doch irgendwie ist klar, ich bin vielleicht nur 3 Wochen hier oder 6 Wochen und dann bin ich wieder weg. Also wie sich das auch verändert hat und was das dann überhaupt noch heißt, sozusagen authentisch was wahrzunehmen, was zu spüren dort, aber gleichzeitig ist es doch irgendwie klar, dass das eine Art, also Fremdkörper was ist, der dort Urlaub macht, Yoga macht und dann wieder weg ist, oder? Ja, ich denke, die Illusion der Authentizität muss sich jeder nehmen, der unterwegs ist, egal in welcher Form er unterwegs ist. Denn Authentizität ist ja immer auch etwas, was gerade eben nur durch eine gewisse Momentaufnahme der Resonanz eben oder
der Erfahrung gespürt werden kann. Mhm. Das heißt, mit dem bewussten Ziel, etwas total Authentisches erleben zu wollen, ich glaube, das funktioniert so nicht, weil ja auch Authentizität sich ständig irgendwie neu definiert und neu wandelt. Sicherlich ist das eine vielleicht ist der eine oder andere dieser Illusion aufgesetzt, und gleichzeitig denke ich, dass durch die erhöhte Mobilität, die wir haben, durch eine Globalisierung eben gerade so dieses temporäre Eintauchen, dieses temporäre Heimatfinden irgendwo gefragter denn je. Mhm. Und durch die Vernetzung, durch eben, ich sag mal, das globale Dorf, in dem wir leben, ist das auch immer mehr möglich, dass man eben wirklich eben auch verschiedene Menschen, verschiedene aus verschiedenen Bereichen der Welt, aus verschiedenen Hintergründen irgendwo treffen kann, wenn man eben diese Offenheit mitbringt und das machen möchte. Mhm. Mhm. Ich denke, das unterscheidet sich eben ganz stark doch von früheren Tourismuskonzepten, von Reisekonzepten. Ja. Mhm. Und was mich noch interessiert, wie Sie das sehen, also in Salzburg gab es auch einen Vortrag dann auch zu dem Thema ein bisschen so Overtourism, wie man damit umgehen kann. Da war ein Beispiel zum Beispiel, dass es so Angebote gibt mittlerweile, wenn man auf Urlaub fährt, dass man wo Müll sammeln kann. Also man fährt in einen Strand oder in eine Stadt oder einen Park, und das ist ein Angebot des Urlaubs sozusagen, dass man dort Müll sammelt und etwas Gutes zu tun auch. Ja, und das halt dementsprechend dann auch präsentiert wahrscheinlich auf den sozialen Medien. Das ist ja etwas, das wäre vor 10, 20 Jahren in der Form ja noch also schwer vorstellbar gewesen, dass das ist sozusagen, ich fahre auf Urlaub und sammle in irgendeinem fremden Park den Müll ein. Was sagt denn das aus? Was steckt denn dahinter, hinter so einer Art Urlaub machen zu wollen oder sowas zu tun? Ist das auch, dass man sich selber irgendwie einbringt und gleichzeitig aber auch wegfährt? Oder wie sehen Sie das? Ja, ich denke, das ist sicherlich, was Sie sagten, das ist, man möchte natürlich irgendwie etwas, vielleicht den Schaden begrenzen. Ich denke, viele Reisende sind sich durchaus bewusst, dass Tourismus, wie wir ihn heute praktizieren, eben durchaus Konsequenzen für gerade das Klima hat, für die Umwelt hat. Das Thema Plastik ist natürlich im Tourismus ein riesengroßes, was gerade diskutiert wird. Und speziell, wenn viele Bereiche, gerade noch Bereiche, die eben von vielen Touristen, von vielen Reisenden frequentiert werden, durch eben die Auswirkungen des Tourismus belastet sind, dann ist das eine Option, mhm. Sich da ein Stück weit erkenntlich zu zeigen und gleichzeitig eben auch so dieser Wunsch, der dahinter steht, etwas Sinnvolles zu tun. Ich denke, das hat so beide Facetten. Einerseits eben so ein bisschen Schadensbegrenzung unternehmen und gleichzeitig eben auch, es gibt ja auch die Option, irgendwo hinzufahren und Bäume zu pflanzen, mhm. oder sich in irgendeiner anderen Weise zu engagieren vor Ort, wo man eben ist, und etwas Sinnvolles mit der Zeit zu tun. Mhm. Also dieses Stück weit eben auch wieder der Versuch, Verantwortung zu übernehmen für ein Stück weit die Welt, die Gemeinschaft, die Gesellschaft. Ob das nun immer sozusagen wirklich zielführend ist, mag dahingestellt sein, aber ich denke, das Bedürfnis der Reisenden ist eben da, das Bedürfnis in der Unterwegskultur ist da. Mhm. Sie mit kurz Sinn und mit Werten zu tun. Ja, Sie haben es jetzt kurz angesprochen, das Klimathema, das wurde ja heuer wieder besonders groß, auch im Bezug auf das Reisen und auch, wie geht man individuell damit um, mit Ressourcenverbrauch etc. Jetzt, wenn man vor Weihnachten irgendwie durch die Straßen geht, sieht man halt, ein Flugticket nach Barcelona ist ungefähr so teuer wie eine Zugfahrt von Wien nach Salzburg. Man, sehen Sie da auch in Zukunft, wie sich das weiterentwickeln könnte, dass es auch vielleicht von der sozialen Akzeptanz in Zukunft sozusagen gerne gesehen wird, dass man statt auf die Malediven zu fliegen, irgendwie in seinem Wald um die Ecke Urlaub macht oder in Nachbarsort oder so irgendwas, was das für einen Einfluss haben wird auf, wie wir unterwegs sind. Einerseits gibt es eben diese Unterwegskultur, man ist ständig irgendwie unterwegs, auf der anderen Seite gibt es eben das Klimathema und den Ressourcenverbrauch. Wie sich das auswirken könnte in Zukunft? Ein Teil der Reisenden wird das sicherlich sozusagen beschäftigen, und ich denke auch, dass gerade sozusagen das Nachbardorf um die Ecke sehr gut eben punkten kann, bei den Menschen, die eben auch vielleicht schon sehr viel auf der Welt gesehen haben. Ich nenne es immer so ein bisschen die Exotik vor der Haustür wieder erlebbar zu machen, also wirklich zu den Gästen zu zeigen, was eigentlich direkt vor Ort oder in der Umgebung
an Überraschungen eigentlich wieder auf sie wartet. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass dieses Bedürfnis, unterwegs zu sein, sich eben nur teilweise von dem Flugscham, wie es so schön heißt, beeinflussen lässt. Zumindest noch. Sicherlich wird die Sensibilisierung dafür wachsen und gleichzeitig aber eben auch die Anforderungen der Reisenden an die entsprechenden Unternehmen, an die entsprechenden Reiseanbieter und Transportmittelanbieter. Mhm. Also ich denke, da ist ganz klar ein Handlungszwang gegeben. Und Fakt ist natürlich auch, wer mit dem Auto von hier bis Spanien fährt, ist sicherlich nicht ökologischer unterwegs, als wer fliegt. Also auch das ist sozusagen etwas, das sicherlich auch nochmal in Zukunft weiter diskutiert wird. Wie kann sozusagen, wenn man sich dieses Bedürfnis hat, wirklich auch auf eine umweltschonende Art und Weise gereist werden? Und ich denke nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema Arbeit und Freizeit vermischen sich. Und das erlebt man ja gerade auch schon bei einer etwas jüngeren Generation, oder nicht mal bei den Jüngeren, sondern einfach bei diesen eher unterwegs Arbeitenden, die halt wirklich auch sagen, okay, ich verzichte durchaus auf den Flieger, sondern setze mich auch für mehrere Stunden in den Zug, weil dort habe ich einfach ganz wunderbar die Möglichkeit, eben auch zu arbeiten. Ja. Also das ist wirklich eben auch hier nochmal neue Reiseoptionen wiederentdeckt werden, ja. Und auf der anderen Seite wird dieses Thema des Overtourism in den letzten Jahren auch immer wieder präsenter, nachdem auch viel mehr Menschen auf der Welt Möglichkeiten haben zu reisen und das auch natürlich in Anspruch nehmen wollen. Eben so Städte wie Barcelona, Venedig, Salzburg, Hallstatt, auch in Salzburg immer wieder Thema. Und wie sich das irgendwie weiterentwickeln könnte, diese auch schon gegensätzlichen Interessen natürlich, dass gewisse Gegenden und gewisse Städte, die Bewohner dort ein Interesse haben an ihrem Leben logischerweise und gleichzeitig eben viele Menschen auch dorthin reisen, wie sich das weiterentwickeln könnte, diese Thematik Overtourism und eben Städte, wie die diese unterschiedlichen Interessen unter einen Hut bekommen? Ja, ich denke auch da gibt es keine direkte pauschale Antwort. Es gibt ja zum einen die Plätze, die durch einen kurzen Hype bei Instagram auf einmal unglaubliche Popularität erlangen und dann von ganz vielen Menschen frequentiert werden, weil sie eine bestimmte Straße in Paris fotografieren wollen. Und das sind sicherlich Dinge, die auch wieder abflauen. Und dann gibt es natürlich diese Evergreens, die auch heute schon zum Teil eben einfach Zugangsbeschränkungen einlegen, weil sie sagen, okay, wir können nur eine gewisse Zahl von Leuten zulassen, ohne sozusagen auch die Destination als solche oder die Sehenswürdigkeit als solche zu gefährden. Und ich glaube, das ist ganz klar eben auch ein Stück weit Pragmatismus der Orte und sorgt natürlich aber auch dann wieder für einen neuen Reiz, wenn quasi eine Exklusivität geschaffen wird und wenn Orte nur noch begrenzt zugänglich sind. Also hier ist sicherlich auch nochmal, das wird sich in Zukunft noch weiter verschärfen. Und andere Orte, denke ich, müssen einfach da ihren Weg finden, die eben auch ganz klar auf Tourismus aufgebaut sind und davon eben auch existieren und davon auch die Wirtschaft quasi ja auch sehr profitiert hat und hier einen wirklich einen guten Kompromiss zu finden, eben einerseits eben auch die Menschen, die vor Ort leben, die den Ort als solchen zu schützen und eben auch Leben mit Lebensqualität weiterhin zu füllen. Und gleichzeitig eben trotzdem auch den Tourismus einzuladen in einer gewissen Weise. Und gleichzeitig ist aber auch dieser Overtourism eine unglaubliche Chance eben für jene Orte, die bisher quasi eher nicht auf der Landkarte zu finden waren oder kaum auf der Landkarte zu finden waren, also mich da irgendwie neu zu positionieren und eben genau diese Bedürfnisse nach Resonanzerfahrungen der Menschen anzusprechen und hier neue Optionen zu geben. Und diese Resonanzerfahrung, auf der anderen Seite, das haben wir vorhin kurz angesprochen, gibt es ja dieses Phänomen über Social Media, Instagram, also ist ein Ort Instagrammable, warum will ich überhaupt dort hinfahren, sozusagen fahre ich wohin, um was zu erleben, aber denke ich gleichzeitig schon mit, wie ich das sozusagen meinen Freunden über Social Media mitteile. Wie sehen Sie diese Entwicklung, dass man einerseits natürlich was erleben möchte für sich, aber dann gleichzeitig das kommuniziert und mitteilt? Und natürlich dann auch immer mehr Menschen wieder dorthin fahren, also dass das fast natürlich ein Widerspruch ist, einerseits was zu erleben, Resonanz zu spüren und auf der anderen Seite sozusagen mein eigener Regisseur fast schon zu sein und das halt gleichzeitig immer mitzukommunizieren, was ich gerade tue. Ich denke, diese Sehnsucht in dem Moment ist
die Resonanz eben innerhalb einer Gemeinschaft zu finden, also ganz klar eben so diese Individualität in der Bierkultur zu finden. Und ich mache wirklich etwas, um sozusagen eine Resonanz in Gemeinschaft und sei es eben eine virtuelle Gemeinschaft zu erleben. Das heißt, das ist ja einfach der Sehnsucht, die dahinter steckt, ist eben die ein Stück weit Transformation in Form von Identitätsbildung. Und die Inszenierung ist eben ein Teil davon, dass die Menschen eben ganz klar sich inszenieren wollen, um ein Stück weit Resonanz in Gemeinschaft zu erleben. Mhm. Also sprich, dieses Gemeinschaftsbedürfnis, das hat sich nicht verändert, oder, in den letzten Jahrzehnten. Also Menschen wollen noch immer sozusagen sich Teil einer Gemeinschaft fühlen. So wie man früher dann vielleicht sein Fotoalbum halt hier gezeigt hat, beim nächsten Familientreffen, macht man es jetzt halt über Social Media halt direkt und das vom Gefühl her. Ja, und aber ja, ein Stück weit, um sich sozusagen die eigene Lebens- oder Reisebiografie mitzuschreiben. Also diese Inszenierung dient ja auch dazu. Es ist ein Stück weit Biografie, es ist ein Stück weit Mitteilen, ein Stück weit Entwicklungsbiografie. Und die Sehnsucht nach Gemeinschaft wächst in dem Moment weiter an oder indem die Gesellschaft weiter in verschiedenen Nischen und Freiheiten sich ausdifferenziert. Nur ich denke, die Gemeinschaft als solche muss eben nicht diese klassische Gemeinschaft, wie man sie früher hatte, sein, sondern kann eben auch durchaus eine temporäre Gemeinschaft sein, in die man eben zwischendurch sozusagen, an die man andockt. In einem bestimmten Interessensgebiet. Also das ist sicherlich ein Veränderungsprozess zu früher noch. Letzte Frage noch. Es war ja auch eine Zeit lang immer sehr, also mit Feierabend hat man auch oft verbunden, jetzt mache ich mal nichts, oder ich fahre auf Urlaub oder habe jetzt frei und ich mache jetzt mal nichts. Was ist eigentlich aus dem guten alten Nichtstun geworden? Ich denke, das ist weiterhin, oder das kann man sich auch beobachten, dass das Nichtstun weiterhin große Bedeutung eben auch hat. Vorhin hatten wir es angesprochen, Lärm beispielsweise wird als das neue Passivrauchen gehandelt. Die Sehnsucht nach Stille und nach Auszeit ist definitiv da. Es hat sich sicherlich aber verändert im Gegensatz zu diesen 3 Wochen, ich lege mich an den Strand oder bin in den Bergen unterwegs, hin zu einer kurzen Auszeit, die ich mir eben nehme, um sozusagen da quasi auch ein Stück weit Resonanz in ich wiederzufinden. Also durch das Thema zum Beispiel der Achtsamkeit und durch das Thema der Entschleunigung, der Entkomplexisierung der Welt. Denn es wird ja weiter immer schneller und wir haben eine immer komplexere Welt, in der wir leben. Und da ist sicherlich als Reaktion darauf eben auch so gerade auch den Mut zu haben, wieder nichts zu tun. Für eine kurze Zeit, ja. Super, dann sage ich herzlichen Dank für die Zeit. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss.